Nicht völlig neu ist der Protest von manchen Sportlern gegen Trump. Der US-Präsident sorgte mit rassistischen Äußerungen für Ärger im US-Sport. Besonders in der NFL regt sich nun Widerstand. Dieser wird auch in anderen Sportarten mitgetragen. Der Protest begann bereits vor mehr als einem Jahr mit Colin Kaepernick, der sich beim Abspielen der US-Hymne vor Spielbeginn demonstrativ auf den Boden kniete und nicht, wie sonst üblich, stand und seine Hand auf die Brust legte.